So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, wir haben schon ganz schön viele Objekte, die wir einsetzen können. Und sind im Moment im Sudelia-Dorf, wo wir uns Richtung... Ah, wir sind auch gleich hier wahrscheinlich sogar. Aber jetzt müssen wir uns erstmal Richtung Wälder bewegen. Denn hier oben ist der Weg versperrt. Also genau hier ist ein Riss. Man sieht es hier auch auf der Karte so ein bisschen. Genau hier ist ein Riss. Und da kommen wir noch nicht weiter. Genau. Und das hier ist ein Wegpunkt. An dem kann ich mich wieder teleportieren. Ich spüre die Anwesenheit vieler Lebewesen. Der mit Öl markierte Ort ist nicht mehr weit. So, erstmal Stein. Nee, wir nehmen... Nee, den hier kann ich nicht. Ich muss einen Stein nehmen. Ja. So, ich will aber auch weiterhin gut erkunden und nichts verpassen gleich. Ne? Deswegen werde ich hier schön vorsichtig immer spielen. Zitterapfel mal 5. Okay, auch hier wieder kann Items Herzen auffüllen, aber ist schwach, wenn man es so macht. Man kann mit Sicherheit auch immer wieder kochen. Ich bin überzeugt. Vor allem Zitterapfel hat er wieder einen Effekt, irgendeinen Elektroeffekt oder sowas, ne? So, ist hier irgendwas? Scheint nicht so. Okay. Ups. Ach, komm schon. Ah, das kann ich mir doch auch schon holen, das Ding da oben. Easy. 20 Rubine. So. Da ist eine Höhle. Wir gehen erstmal weiter. Okay, wir gehen erstmal in die Höhle. Die Höhle scheint dann doch das Optionale zu sein. Oh, ich wollte kein Bett spawnen. Ah, ich muss wieder auf zuletzt genutzt gehen. Aber bisher muss ich sagen, wie gesagt, es ist alles sehr benutzerfreundlich. Also das Konzept spielt sich bisher ganz gut. Bin mal gespannt, ob das so bleibt, aber bisher... Oh, der brennt. Ist das ein anderer oder ist der einfach nur weiß vom Feuer? Oh. Okay, der Stein macht ihm nichts mehr. Ah, neues Objekt. Kerzol gemerkt. Entzündet alles, was er... Okay, wenn ich mal Feuer fangen wollen würde oder etwas anderes Feuer fangen sollte, kann ich den Kollegen nutzen. Das wollen wir gleich mal ausprobieren. Brenne! Alter Waldbrand. Nice. Okay, aber das Feuer, was ich... Das Feuer, was ich entfache, tut mir auch weh. Aber der selber, der Typ natürlich nicht. Okay. Sehr interessant. Ah. Nice.
Eine Flasche! Eine Feenflasche? Ist das was anderes als eine normale Flasche? Nö, okay, robuste leere Flasche. Feen fliegen freiwillig hinein. Aber vielleicht doch was anderes als eine normale Flasche. Okay. Ah, guck mal, der kostet sogar zwei Dinger. Also kann ich da immer nur einen gleichzeitig... Nee, Quatsch, zwei gleichzeitig haben. Sehr interessant. Nee, einen gleichzeitig. Ich bin dumm. Sehr interessant. Okay. Ja, das war doch eine sehr wichtige Höhle. Direkt eine Flasche geholt. Und die Flasche ist jetzt wahrscheinlich hier bei den wichtigen Items. Na genau, hier sind dann vier Flaschen. Okay. Dann haben wir doch diesen Teil schon mal geklärt, was hier auftauchen wird. So, und jetzt sind hier Monster, das heißt, wir rüsten schon mal unseren Stein wieder aus. Ha, Schlange! Die killt mich gleich hier. Ja, sag mal. Geht doch. Schlange! Giftwurm. Schlangenmonster, das sich blitzschnell auf seine Beute stürzt und sich unter Wurfgeschossen hindurchschlängelt. Okay. Oh, noch eine. So ein Herz wäre ganz gut. Ich könnte ja sonst herkommen. Machen wir. Die Zeit haben wir. So. Ich meine, wenn das Spiel das schon erlaubt, ne, dann nutzen wir das doch auch. So geht's auch. Ja, weil Herzen tauchen so im Gras gar nicht auf, ne? Okay, kann ich oder will ich da hoch oder ist das einfach nur so? Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Okay. Ah, da drüben haben wir Moblins oder Goblins oder. Ne, Moblins heißen da, glaube ich. Wir werden es gleich rausfinden, denn wir werden ihn ja gleich als Dings haben. Ich habe die Höhle gesehen, ich gehe erstmal hier lang. Ach, da ist ja schon einer. Ah, okay, das hat ihn jetzt nur leicht verletzt. Alter, wie viel brauche ich denn? Drei Stück. Aber jetzt habe ich einen starken Kollegen. Speermoblin. Jetzt habe ich einen starken Kollegen, wenn ich den... Ah, der kostet aber auch zwei, habe ich mir gedacht. Aggressives Monster, das in ganz Hyrule vorkommt. Mit seinen Speeren errichtet es auch Ziele auf höheren Ebenen. Das war fast zu erwarten, dass... Oh, guck mal, eine Flasche, eine Fee. Da kann ich jetzt ja mal meine Flasche benutzen, bestimmt. Aber wie benutze ich denn die jetzt? Feen fliegen freiwillig hinein. Okay, aber kann ich jetzt die Fee einfach einsammeln und die ist in der Flasche? Ja! Oh, voll gut. Ja, weil ich eben die Flasche nicht als Item nutzen kann. Deswegen wahrscheinlich. Wenn dir die Herzen ausgehen, leiht sie dir ein wenig ihrer Kraft. Sehr schön. Hier ist nichts am Boden, ne? Nee. Sehr schön. Jetzt ist halt wieder die Frage, gehen wir doch kurz in die Höhle? Oder... Weil ich glaube, ich komme hier einfach noch nicht weiter. Ich denke, ich werde hier noch nicht weiterkommen. Ja. Oh weh, du wolltest in diesem Haus, oder? Es wird von einem Riss verschluckt. Ach
hier ist die Stelle mit dem Ort, ja. Es ist meine Aufgabe, Risse zu schließen und ich habe viele Gefährten, die dasselbe tun. Eigentlich hätten sie diesen Riss längst schließen müssen, aber er ist immer noch hier. Ihnen muss etwas zugestoßen sein. Wollen wir der Sache gemeinsam auf den Grund gehen, Zelda? Meine Gefährten befinden sich bestimmt im Inneren des Risses. Wenn ich sie alle versammle, müssten wir den Riss schließen können. Okay. Hier entlang, Zelda. Wir müssen eine Stelle finden, an der wir den Riss betreten können. Okay. Ja. Gut, dann gehen wir trotzdem kurz zur Höhle zurück. Weil dann geht's ja hier weiter. Dann geht's ja hier weiter. Wir gehen kurz zur Höhle zurück, wenn er mich lässt. Wenn Twine mich lässt, gehen wir kurz zur Höhle zurück. So. Oh, die ist zu. Ach nee, das ist eine Treppe. Oh! Herzteil. Das wäre das vierte, wenn ich rankommen sollte. Alles klar. Gürtelpraller. Lebt in Höhlen oder auf Ebenen, rollt sich bei Feindsichtigen und rast los, bis eine Wand im Weg ist. Oh. Klingt doch auch ganz cool. Ah. Ich verstehe. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, wie moralisch das alles ist, dass man hier so Viecher erschafft, die ja eigentlich schon ein eigenes Wesen und eigenes Lebewesen sind. Und sie nur kurz benutzt und dann sind sie einfach egal. Aber es sind Echos. Echos haben wahrscheinlich keine Gefühle. Du hast 4 Herzteile gesammelt. Die Maximalzahl deiner Herzen erhöht sich und alle deine Herzen werden aufgefüllt. Nice. Das erste neue Herz. Vor GTA 6. Sehr schön. So. Ja, das hat sich doch gelohnt. Das hat sich doch direkt gelohnt, hier reinzugehen. Dann können wir jetzt nämlich auch schön easy zu den Ruinen gehen. Und wahrscheinlich sind die Ruinen sowas wie der erste Dungeon. Und dann haben wir wohl so einen groben Überblick, wie das Spiel aufgebaut ist. Könnte ich mir vorstellen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also spielerisch sehr schön. Ah, okay. Jetzt pass auf. Ah, okay, ich kämpfe mal ein bisschen mit, ne? Ah, die halten schon viel aus, wenn man es nur mit Stein machen will. So, cool. Oh, Moblinhorn und Monsterhauer. Ja, gut. Spitzer Fangzeit, die man von Monstern erbeuten kann, in dieser Form ungenießbar. Ja, also es wird auf jeden Fall wieder ein Kochsystem geben, das ist ja offensichtlich. Ja. So, guck mal, hier ist schon so ein Ansatz, wie ich da hochkommen soll. Aber ich meine, es gibt ja einfach immer diese Kombination hier, die geht ja jedes Mal. Vitaltrauben. Also, das Gleiche, es ist wieder eine Kochzutat. Wollte ich nicht. Hier könnte ich runter. Ich bleib mal noch kurz oben. Ah, hier ist nämlich ein Wegpunkt. Ein Wegfreund.
Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein bisschen besser einen Überblick, wie groß die Welt sein wird. Ja, es ist eine okay große Welt. Es ist eine okay große Welt. Ah, hier ist der Eingang. Okay, ich wollte doch noch nicht hier hin. Scheiße. Stopp, ich will noch zurück. Darf ich noch zurück? Wie ich es mir dachte. Im Inneren des Risses spüre ich die Anwesenheit meiner Gefährten. Aber sie rühren sich nicht, als würden sie von irgendetwas festgehalten. Ohne sie kann ich den Riss nicht schließen. Aber wenn wir den Riss betreten und meine Gefährten befreien, können wir ihn mit vereinten Kräften beseitigen. Zelda, mit deiner Unterstützung kann ich meine Gefährten sicher retten. Willst du mir helfen? Ja, aber ich will... Darf ich noch kurz umdrehen und gucken? Darf es mir erst noch egal sein? Da, hallo! Mal sehen. Na, ich glaube, ich darf nicht kurz umdrehen und gucken. Es darf mir nicht egal. Oder es darf mir egal sein. Er hat nur einen Eingang gemacht. Hier gelangen wir hinein. Lass mich meine Gefährten retten. Darf ich kurz umdrehen? Oder schimpfst du gleich wieder? Nein, er schimpft nicht. Das ist gut. Wir gucken jetzt nämlich erstmal hier runter. Womit kämpfe ich am schnellsten aktuell? Aber das ist jetzt ein Schwerttyp, ne? Ne, der hat auch ein Schwert. Also alles noch keine neuen Kollegen. Okay. So, aber hier ist nämlich eine Höhle, die mich auch interessiert. Da gucken wir jetzt erstmal rein. Oh boy. Let's go. Du schaffst das schon, ne? Okay, das lief jetzt nicht so gut. Ja, ich muss den besiegen, ne? Ich muss den besiegen, okay. Ah, dann schmeiße ich halt ein paar Steine gegen ihn. Ich denke, das geht dann schon. Das geht sogar ganz gut. Habe ich dieses Ding. Killer-Ananas. Ne, Killer-Ananas gemerkt. Oh, der kostet 3. Aber der ist auch crazy. Feuer bekommt ihm schlecht. Ah, ich hätte es mit Feuer bekämpfen können. Ja, okay. Ah, der ist auch crazy, wenn man den einsetzen kann. Entschuldigung. Okay, ich denke aber, das war dann alles hier in der Höhle, ne? Man hat hier den Killer Anas bekommen. Okay. Ja, aber interessant. Ja, sehr interessant. Dann betreten wir jetzt wohl dann tatsächlich noch den Riss. Let's go. Aber warte, kann ich hier noch runter? Was ist hier? Diese ganzen Wasserdinger sind so sass, ne? Aber da ist nichts. Ist einfach nur ein Teich aktuell. Okay. So, bevor wir das vergessen. Ey, es ist so ein cooles... Es spielt sich wirklich schön. Also das kann man nicht, ne? Da kann man nichts sagen. Es spielt sich wirklich schön. Okay, rein in unseren ersten Riss. Jetzt bin ich gespannt.
zu Delia-Wälder im Nichts. Oh. Okay, das kostet mich nicht mal was. Ich kann hier runterfallen, so viel ich möchte. Ist das jetzt wie ein Dungeon oder wie so ein Zwischending? Dies ist die Welt des Nichts. Alles hier wurde vom Riss verschlungen. Es schwebt haltlos umher und löst sich allmählich im Nichts auf. Aber mit Hilfe unserer Kraft können meine Gefährten und ich alles wiederherstellen. Ich spüre ihre Anwesenheit weiter voraus. Lass uns dorthin gehen, Zelda. Machen wir. Ja, das sind jetzt sozusagen Stücke von der Welt, die verschlungen ist. Und die findet, die erkennt man jetzt hier sozusagen wieder. Oh. Okay, das Ding darf mich nicht... Ah, lol. Okay, der erschafft dann einfach so Sachen. Ups. Okay, der ist stärker. Okay. Aber den kann ich jetzt auch nicht verdingsen. Also die sind einfach da. Ist das die Frau, die verschlungen wurde? Alle Lebewesen, die vom Riss verschluckt werden, erstarren und können sich nicht mehr bewegen. Überlässt man sie ihrem Schicksal, verschwinden sie allmählich. Nur bei dir ist es anders. Du bist besonders, Zelda. Dann sollten wir Link nicht zu lange warten lassen, ne? Okay, die ist einfach fest. Das wollte ich nicht. Aber auch hier runterfallen tut nicht weh. Sehr schön. Jetzt darf ich nur diesen Stein nicht despawnen lassen, ne? Aber easy. Gar kein Act. Okay. Och. Ja, komm, weißt du was? Let's go! Digga, das Ding rasiert einfach, ne? Sehr schön. Easy. Komm zurück. Hat ein bisschen was von so, man ruft die Pokémon, ne? Man ruft Pokémon und lässt sie kämpfen. Es ist schon cool. Es ist schon echt cool gemacht. Es ist schon echt cool gemacht. Okay, jetzt gibt es wieder mehrere Wege. Das ist wieder schlecht. Mal hier geht's weiter, hier geht's weiter. Es geht überall weiter, Hilfe. Ah ne, hier Schluss. Okay, wir haben den ersten Weg gefunden, der nicht weiterführt. So, wie sieht's da drüben aus? Ich glaube, hier geht's auch weiter. Dann gehen wir erstmal in die Höhle unten. Die wirkt dann doch etwas mehr Secret-artig, ne? Ja, das ist einfach nur eine Truhe. Sehr gut. Ey, imagine, wir hätten dieses Ding nicht gefunden. Imagine, wir hätten dieses Ding nicht gefunden. Das wäre so langweilig hier.
Monsterherz erhalten. Okay. Auch wieder Material. Sehr schön. Geld, immer wichtig. Sehr schön. Hopp, hopp, hopp. Hops. Okay, jetzt können wir den richtigen Weg weitergehen. Die nächste gefrorene Kreatur. Diese Person habe ich im Schloss gesehen. Wenn wir den Riss schließen, wird sie wieder lebendig. Oh. Okay, wir sind am Ende angekommen. Ist das jetzt ein Dungeon? Das hier ist der Ort, an dem du gefangen gehalten wurdest. Ach, lol. Wir nähern uns meinen Gefährten. Ich spüre ihre Anwesenheit weiterhin. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Also wir sind da, wo Link auch verschollen ist. Das ist ein Dungeon. Das ist ein Dungeon. Wie weit sind wir im Part? 26. Ja, komm, wir fangen mal noch an. Vielleicht ist er ja nicht ganz so groß. Wir werden sehen. Dafür brauchen wir Bomben. Ist dir dieser Fels im Weg? Bei meiner Arbeit, die Welt wiederherstellen, muss ich gelegentlich auch Hindernisse aus dem Weg räumen. Die Kraft, die ich dabei einsetze, könnte dir ebenfalls nützlich sein. Mit Hilfe des Stabs kannst du allerlei Dinge dazu bringen, sich im Einklang mit dir zu bewegen. Wende dich der gewünschten Sache zu und schicke mich mit X los. Okay. Einklang. Nun bist du mit dem Fels im Einklang. Anschließend musst du dich nur noch bewegen. Mit schicke Try mit Hilfe von X los. Dinge und Monster, die er berührt, bewegen sich dann im Einklang mit Zelda. Oha! Das kannte ich noch gar nicht. Wenn du etwas mit ZL anvisierst, kannst du... Oha! Lol! Einklang lösen. Tschüss! Okay! Das kann ich jetzt einfach. Das konnte ich vorher nicht, logischerweise. Das ist ja cool. Okay. Interesting. Sehr interessant. Geht das mit jedem Objekt? Ja. Alter, die denken sich schon immer wieder coole Sachen aus, ne? Das zum Beispiel kannte man noch gar nicht vorher. Das wusste man noch nicht. Das ist jetzt für eigentlich alle neu gewesen. Das ist sehr cool. Aha. Okay, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Wo gehe ich jetzt als erstes? Ja, okay, es ist ein etwas längerer Dungeon. Okay, es ist ein sehr langer Dungeon. Ach nee, das ist A, das ist Ober- und Untergeschoss. Okay, ich verstehe. Die haben wir noch nicht. Die holen wir uns gleich mal. Easy. Saltula gemerkt. Spinnenartiges Monster, das an robusten, aber leicht entflammbaren Fäden von der Decke baumelt. Okay. Sehr schön. So, jetzt muss ich da nur irgendwie hochkommen.
Ja. Ah, es geht so, okay. Okay, kann ich jetzt die Spinne da selber hochschicken eigentlich? Oder wie ist das jetzt gedacht? Ja! Oh mein Gott! Ich komme damit einfach überall hoch jetzt. Dungeon-Karte. Alter! LOL! Habe ich die übersehen? Das ist nicht so gut. Was ist denn jetzt, wenn da eine... Also da ist jetzt ja eine Truhe offensichtlich, ne? Ups. Da ist jetzt ja eine Truhe offensichtlich. Was ist denn jetzt, wenn ich... Wenn wir diesen Riss lösen und das alles verschwindet? Geht die Truhe dann mit in die Oberwelt zurück? Was ja irgendwie logisch wäre. Oder verschwindet die auch? Was ja irgendwie nicht so schön wäre. Weil ich glaube, ich würde kurz zurückgehen. Und mich um die Truhe kümmern. Bevor wir hier sozusagen alles zumachen. Okay, hier ist nichts weiter. Ah, hier geht's jetzt hier hoch. Okay. Aber komme ich jetzt nochmal zurück, ist die Frage. Oder müsste ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Das wäre nämlich nicht so cool. Warte, ich brauche mein Monster. Attacke! Digga, er ist so krass. Schattengarde gemerkt. Auch 3. Seine schwere Rüstung macht diesen Monstersoldaten langsam, dafür können stumpfe Waffen ihm nichts anhaben. Ja. So, warte, ich kann in beide Richtungen jetzt natürlich gehen. Ja, okay, in die Richtung vielleicht kann ich nicht mehr gehen. Alter, hier sieht man sogar schon angezeigt, wie das alles verbunden ist. Das ist ja crazy. Und ich sehe gerade, es ist super ärgerlich. Wir müssen halt dann wirklich nochmal zurück. Aber ich glaube, ich habe jetzt folgende Hoffnung. Hier war ja so ein Viech, ne? Und ich hoffe, dass jetzt noch eine irgendwann auftaucht. Und sobald ich einen finde, dann teleportieren wir uns einfach kurz. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da noch einer vorher auftaucht. Spätestens vorm Boss. Aber das ist ja voll cool mit den Dingen, die jetzt hier so zeigen. Ja, hier kommst du raus und hier geht's dann dahin und da geht's hier hin. Das ist cool gemacht. Sehr schöne Karte. Das ist alles sehr cool gemacht. Wirklich. Oh, ein Äpfelchen. Ja, jetzt geht's hier runter. Mhm, da brauchen wir gleich Feuer. Hier unten brauchen wir auch schon jetzt Feuer. Wo ist mein Bett?
Sick. Nice. Ey, es ist wirklich... Ich werde mich noch 3 Millionen Mal wiederholen, es tut mir jetzt schon leid, aber es ist wirklich cool gemacht. Ups. Das war nicht so smart. Ja, perfekt. Da geht mein Plan doch auch schon auf. So, zurück an den Anfang. Zurück an den Anfang und dann erst nochmal raus. Hier auch. Das geht auch. Ach, das hätte ich wahrscheinlich auch gerade eben machen können, ne? Das hätte ich wahrscheinlich auch gerade eben machen können. So, und hier muss ich... Guck mal, da hätte ich niemals mit gerechnet, dass ich da rüber kann, aber ja. Voll gut, dass man das auf der Karte sieht. Nein, ich will nicht hier runter. Aber voll gut, dass man das auf der Karte sieht, dass da so ein Ding ist. So, weil das heißt dann für mich, ich mache einfach wieder meine Betten-Action. Easy. Das hat sich doch schon gelohnt. So. Kann ich mich jetzt von hier eigentlich? Das wäre krass. Geil. Ich muss nicht mal zurücklaufen. Oh mein Gott. Es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut. So, und jetzt können wir uns nämlich noch da drüben den Kollegen holen. Oh. Warte. Nee, das geht auch. Sag nicht, das ist das gut. Ist das gut. Leuchtputter, ja, es ist auch wieder so ein Ding. Es ist wirklich, wirklich... Halt, warte, ich muss nicht mal weiter, ich muss nicht laufen, ich kann mich direkt teleportieren. Es ist so gut. Ich kann mich einfach von hier aus dahin teleportieren. Mein Gott, sie haben an so viel gedacht. Also bisher sind 95% des Spiels großartig. Ups. Hier ist ja irgendwas Besonderes mit diesem Schild, ne? Ah. Ah, ich verstehe. Kann ich eigentlich auch Sachen, die ich selber gespawnt habe... Oh mein Gott. Sachen, die ich gespawnt habe, kann ich auch mit dem Einklang verdingsen. Es ist so krass. Kann ich Gegner eigentlich auch? What the heck? Geil. Okay, ich muss kurz meine Waffe wieder rauslösen. Let's go!
Boy. Goil. Aber kommt er an den auch ran? Ja, okay. Sehr schön, kommt zurück. Da ist eine Truhe. Komme ich da ran? Yes. Sehr schön. Geld. Nicht wenig. Ups. So, aber was wir dann jetzt auch festgestellt haben, es gibt Karte und das war's. Der Kompass ist nicht notwendig, weil die Karte zeigt sofort die Truhen und alles an. Das ist sehr gut. Aber das haben sie ja schon bei Link's Awakening. Doch, Link's Awakening, bei dem Remake. Angepasst, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Herzen. Wichtig. Entschuldigung. So, wir nähern uns der Geschichte hier. Da oben ist alles passiert. Da oben ist alles zu Bruch gegangen. Aber der Boss ist ja hier unten. Also es scheint noch nicht da oben zum Finale zu... Also zum Finale schon mal sowieso nicht, aber... Hier müsste auch jetzt links sein, theoretisch. Let's go. Let's go. Ich bin jetzt gemein, Leute. Wir sind bei 42 Minuten. Ich finde, das ist Zeit für ein Partende. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.